Hallo und herzlich willkommen, liebe Solopreneure. Hier ist die Shalia Stevens von ShaliaStevens.com und ich habe gedacht, ich gehe live heute, weil ich mit euch über eine erfreuliche Tatsache berichten möchte. Und zwar, ich habe drei Projekte in meinem Leben, wo ich in Zone 4 bin, wo ich das Spiel dieser Projekte in Zone 4 spiele. Und wenn du nicht weißt, was Zone 4 ist, dann werde ich unterhalb von diesem Video einen Link reingeben zu einem Freebie. Es nennt sich Ziele und Planung 2018. Und in dem Video, in einem kleinen Online-Workshop, erkläre ich den Unterschied zwischen Zone 1, 2, 3 und 4, was jede Zone auf sich hat und wo der Stress entsteht oder nicht. Und in Zone 4 ist sehr, sehr wenig Stress vorhanden, also so gut wie gar nichts. Und in Zone 4 fühlt sich alles leicht an. Und zwar, Zone 4 ist, wenn du bei einem Projekt oder einem Vorhaben etwas, was du in der Welt kreieren möchtest, ein hohes Engagement aufweist. Also du tauchst jeden Tag auf, voll und ganz, entweder körperlich, mit beiden Händen oder geistig, mit deinem Kopf und Gehirn oder mit deinem vollen Herzen. Und du bist engagiert, wie Engagement sagst. Also du hast ein hohes Engagement. Gleichzeitig, neben diesem hohen Engagement, ist eine niedrige emotionale Investition. Das heißt, du gibst etwas von dir, ohne zu erwarten, dass was zurückkommt. Du bist engagiert in deine Zeit, in deine Aktivität, ohne dass du auf Outcomes fokussiert bist. Ohne dass du dich verhaftet fühlst mit einem Ergebnis, das dabei rauskommen soll. Stattdessen ist die Investition, die emotionale, niedrig und das heißt, ja, wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Du machst einfach jeden Tag, jeden Tag und jeden Tag. Und meine drei Beispiele kommen jetzt. Ich bin jetzt aktuell in einer weiterführenden Coaching-Ausbildung bei Michael Neal in der Supercoach Academy. Ich habe im letzten Video ein bisschen darüber erzählt. Und wir haben zwei Hauptaufgaben gekriegt von Michael in Advanced Track. Die erste Aufgabe ist es, dass wir, hallo Katie, hallo Maren, hallo Julia, hallo Shalene. Und zwar eine Aufgabe, die wir haben, ist 75 Coaching-Sessions durchzuführen, die basierend sind auf diesem Verständnis, das wir lernen in dieser Coaching, Transformative Coaching-Ausbildung. Und die Voraussetzungen sind, dass die Coachings mit deinem bestehenden Coaching-Business nichts zu tun haben dürfen. Also wenn du jetzt wie ich Business- und Marketing-Coach bist im normalen Leben, dann müssen die Coachings, die du durchführst, ein privater Kontext haben, Personal Coaching sein. Und wiederum, wenn du normalerweise Menschen coacht im Personal-Bereich, dass du Dinge machst, vielleicht im Business-Bereich oder im wissenschaftlichen Bereich, whatever. Also das Coach, was du nicht normalerweise coacht, um zu schauen, wie robust dieses Transformative Coaching ist, wo es überall eingesetzt werden kann und neue Erfahrungen zu sammeln. Das ist die Voraussetzung Nummer eins. Und die Voraussetzung Nummer zwei ist, dass diese 75 Coachings, die in den nächsten sechs Monaten stattfinden, dass diese nicht kostenfrei sein dürfen. Also schon das Kennenlerngespräch, aber danach, dass man Geld dafür verlangen muss. Und weil ich die Zertifizierung bereits in 2017 erlangt habe und ich keine weitere Zertifizierung anstrebe, ist diese Aufgabe schön und gut und ich werde alles geben, um das zu erfüllen, weil ich selber lernen und wachsen möchte. Aber niemand hält mich dran und sagt, so, du hast das nicht geschafft, warum hast du das nicht geschafft, du kriegst keine Zertifizierung. Und weil ich kein Denken um diese ganze Sache herum habe, mache ich einfach. Und zwar, was habe ich gemacht, um diese Personal Coachings zu bekommen? Ich habe einen Aufruf gemacht auf Facebook, auf meine persönliche Timeline. Ich habe gedacht, es melden sich bestimmt, keine Ahnung, 15, 20 oder mehr Leute.
Ich habe eine einzige Person gehabt, die sich daraufhin angemeldet hat. Und wir haben auch das Coaching gehabt am Samstag. Ich habe in meinem Fitnessstudio mit meinem Personal Trainer gesprochen und ihm gesagt, ob er jemanden kennt, der Personal Coaching braucht. Ich bin kurz davor zu fragen in Epstein, inoffiziell online, ob jemand hier im Dorf Coaching von mir braucht. Und ich gehe einfach hin und biete mich an und werde ignoriert, ich werde abgelehnt, ich werde gar nicht wahrgenommen und es tangiert mich überhaupt nicht. Ich tauche aber morgen auf und suche weiter nach Möglichkeiten, Personal Coachings anzubieten. Hast du das? Das ist einfach diese Zone 4. Hohes Engagement, niedrige emotionale Investition. Ich habe kein Denken, der mir vorgaukelt, wenn ich das nicht erreiche, bin ich nicht gut genug. Ich habe kein Denken, der mir sagt, wenn ich das nicht erreiche, dass ich nicht sicher bin, dass ich nicht erfolgreich bin. Das ist alles weg. Und daher kann ich dieses hohes Engagement machen bei niedriger Investition. Hi Manfred, grüß dich. Schön, dass du dort bist. John Roche ist auch dabei. Hi John, grüß dich. Das zweite Projekt ist auch eine Aufgabe von Michael, der uns Advanced Trackler gegeben hat. Und zwar, wir sollten ein Community-Projekt auf die Beine stellen. Und wir haben uns als Gruppe entschieden, das habe ich im letzten Video auch erzählt, dass wir eine Krisen-Coaching-Geschichte machen. Also wir haben eine Plattform entwickelt, das habe ich letzte Woche im vollem Engagement auf die Beine gestellt, auf Coaching Cloud. Es nennt sich A Safe Place to Talk, ein sicherer Ort, wo man reden kann. Und wir haben Kontakt geknüpft mit der jüdischen Gemeinde in Pittsburgh nach dem Massenschießerei in der Synagoge. Wir sind dort in Gesprächen. Heute habe ich eine Hand ausgestreckt zu einem Feuerwehrmann in Kalifornien und habe versucht, in seinem Netzwerk zu schauen, ob wir kostenfrei unsere Coaching-Leistungen anbieten können für diejenigen, die betroffen sind von den wahnsinnigen Feuerbränden, die gerade dort am Laufen sind. Hallo Petra. Und wir bewegen das jeden Tag nach vorne, aber ich weiß nicht, wie es ausgeht. Unsere Gruppe weiß nicht, wie es ausgeht. Es könnte sein, dass wir unsere Hilfe überall auf der ganzen Welt 6 Monate lang anbieten, ohne dass ein Fisch anbeißt. Es könnte sein, dass es fruchtet. Es könnte sein, dass wir die Plattform, die aufgebaut wurde in schöner Arbeit in den letzten Wochen, genutzt wird oder nie genutzt wird. Hohes Engagement, niedrige emotionale Investition. Ich habe kein Denken in meinem Kopf. Oh Gott, was ist, wenn wir keine Krisengebiet an ihren Kontaktpersonen überzeugen können, dass wir Volunteering machen können? Ich denke, irgendwo hinter alles ist ein höherer Plan und es soll sein oder es soll nicht sein, aber wir tauchen jeden Tag auf. Ah, die Katie hat geschrieben, sie hat einige Ideen für neue private Kunden. Gibt es eine Tagline? Oh, Katie, da werde ich dich kontaktieren per Facebook-Privatnachricht und dir Bescheid geben. Ja, habt ihr das? Projekt Nummer 2, hohes Engagement, niedrige emotionale Investition. Und das dritte Projekt ist mein Fitness. Ich habe vor 4 Wochen, keine Ahnung, die Idee gehabt, bald werde ich 45 im nächsten Jahr und ich habe meinen 20-jährigen Hochzeitstag und überhaupt ganz viele Ereignisse. Und ich habe gedacht, ich möchte abnehmen. Ich habe in den letzten 5, 6 Jahren 10 Kilo zugenommen vor lauter Genuss und Essen und Fressen und Alkohol trinken und ich weiß nicht was. Und ich bin hin zu Tarkan und ich habe meinen Wunsch geäußert. Seitdem bin ich engagiert. Ich gehe hin, ich mache das, was er mir sagt, jeden Tag. Ob es die Workouts sind, ob es Stretching ist, ob es heißt, ich soll eine Darmreinigung machen. Ich weiß nicht, was er alles macht mit mir. Ich mache das und einfach in Engagement und in Freude. Aber ich habe vollkommen losgelassen, eine niedrige emotionale Investition, was genau eintreten soll, ob genau die Anzahl von Kilos oder ob ich tatsächlich eine Kleidergröße, das ist mir gar nicht wichtig. Ich habe Freude dabei, aufzutauchen in meinem Leben für mich und die Vorteile zu spüren, die es gibt, wenn man seinen Körper bewegt, wenn man sich gesünder ernährt, wenn man sich mit netten Menschen umgibt, die einen unterstützen. Hohes Engagement, hohes Auftauchen Tag für Tag, niedrige emotionale Investition. Und
Ich habe jetzt drei Projekte genannt, wo ich in Zone 4 bin. Und ich möchte euch jetzt sagen, warum es mir wichtig ist, das wahrzunehmen und mit euch zu teilen. Weil es gibt die anderen drei Zonen, wo wir auch auftauchen können in unserem Leben, in unserem Business. Zum Beispiel die Zone 3. Die Zone 3 ist, wenn man ein hohes Engagement hat, zum Beispiel in seinem Business, man möchte eine Anzahl von x Kunden generieren für einen Online-Kurs beispielsweise. Und man ist hoch engagiert, aber hat beispielsweise auch eine hohe emotionale Investition. Das heißt, man hat unsicheres Denken. Denken, wenn ich diese Anzahl von Kunden oder Verkäufern nicht erreiche, dass ich nicht okay bin, dass ich nicht safe bin, dass mit mir was nicht passiert oder dass ich nicht zufrieden sein kann. Und wenn ich in diesem State mit hohem Engagement, auch hohe emotionale Investitionen unterwegs bin, dann ist ja häufig meine Erfahrung und wahrscheinlich deine auch eine nicht sehr schöne Erfahrung, weil ich verhaftet bin an dem Ergebnis, das, was dabei rauskommen soll. Und ich erlebe jeden Tag, wo ich auftauche, als Arbeit, als angespannt, als vielleicht stressig oder unter Druck und Dringlichkeit. Es hat eine ganz andere Qualität, engagiert zu sein in Zone 3 als in Zone 4. Und deswegen, wenn ich im 4 bin, mal zufällig, und ich bin ja zufällig da reingeraten bei diesen drei Projekten und nicht absichtlich, dann nehme ich das wahr. Und ich speichere mir das Gefühl ab, was es heißt, hoch engagiert zu sein, ohne verhaftet zu sein an Outcomes. Und ich merke mir, wie flutschig Dinge sind, wie neue Gelegenheiten aufpoppen und wie ich versage und mich nicht bewerte und einfach weitermache. Das hat eine ganz andere magische Qualität und ich bin sehr gespannt, wo wir landen bei all diesen drei Dingen. Aber es ist mir auch egal, wo wir landen, weil ich habe jeden Tag Freude am Auftauchen. Und hier ist das Ding. Ich bin daran interessiert, mein Now-Business zu führen, dass ich jetzt in diesem Augenblick, an diesem Tag Freude in meinem Business habe und nicht erst dann, wenn ich X, Y oder Z erreicht habe. Und daher werde ich ganz, ganz aufmerksam, wenn ich in die Zone 4 gelange, unbewusst. Weil dann ist es vielleicht möglich, in Zukunft öfters dort zu sein, auch bei anderen Projekten, die mit Umsatz zu tun haben, die mit echten Kundengewinnung zu tun haben. Und alles, was wir tun müssen, um immer freudiger und immer mehr im Flow und immer entspannter in unserem Business zu sein, sind genau solche Situationen uns zu merken und zu speichern. Und das wollte ich mit euch nur teilen. Ich werde jetzt am Ende dieses Videos den Link posten, wo du hingehen kannst und dir diesen Workshop anhören kannst, wo die vier Zonen erklärt werden in aller Ausführlichkeit. Und ansonsten wünsche ich dir einfach ganz viel Sein in Zone 4 und dass du auch dort unabsichtlich hineinrutscht, weil das ist ein unglaublich schöner Ort zu sein. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Lass mir ein paar Kommentare. Das würde mich freuen. Tschüss. Ciao zusammen.